Durchs Land der aufgehenden Sonne, von Norden nach Süden bin ich gereist. Allein mit meiner kleinen Kamera. An Küsten und in Kuhställe. Durch Sushi-Theken und Schnellimbisse. Über Küchen, Märkte, Restaurants und ein fröhliches Altersheim. Auf der Suche nach dem gesündesten Essen der Welt. Ist der Fischersmann am frühen Morgen. Aber eins will er doch wissen. Sag mal, ihr in Deutschland esst keinen Kombu, oder? Nee, sag ich. Drum bin ich hier. Und da ist er schon weg. Und die anderen auch. Aha, möchte man meinen, die haben's eilig, weil sie den Fisch für ihr Sushi fangen müssen. Wir sind ja schließlich in Japan. Stimmt aber gar nicht. Sie fangen nichts ein, sie rupfen was raus. Kombu, Seetang, viel wichtiger als Sushi. Ohne diesen Kombu läuft fast gar nichts in Japans Küchen. Kap Erimo auf Hokkaido. Im kalten Nordpazifik wächst der Riementang so gut wie sonst nirgends. Von hier aus versorgen sie das ganze Land. Alles in Handarbeit. Sechsmal an einem guten Tag kehren Fischer Ishikawa und die anderen zurück in den Hafen. Da nehmen seine Frau und die Nichte den Tang in Empfang. Die ganze Familie muss mithelfen. Abladen, sortieren, glatt streichen und auslegen. Wenn der Kombu nicht innerhalb eines Tages trocknet, geht er kaputt, sagt Frau Ishikawa. Und bloß nicht trödeln, gleich kommt unten am Kai schon wieder die nächste Ladung an. Jeder einzelne Riemen muss ordentlich geschüttelt und gelegt sein auf der großen Kiesfläche. Und bald schon kommt die Sonne raus. Dann glänzt es wie Gold und Bernstein entlang der ganzen Küste. Seetang, Seegras, Algen, das Meeresgemüse ist Japans Kraftfutter und sein Jungbrunnen. Aus den Lagerhäusern Hokkaidos geschnitten und geschnürt geht der Kombu in Millionen Restaurants und Küchen, Kantinen und Kochtöpfe. Ja, und was machen Sie denn nun damit? In einem Wort, Dashi. Gesunde Brühe, Würze, Tunke. Dashi ist das Aroma Japans ohne Konservierungsstoffe. Dazu kocht man den Kombu aus, zusammen mit Thunfischflocken, und Herr Iwabuchi gibt auch noch eine Schale Sardinen dazu.
Herr Iwabuchi ist Soba-Meister. Soba sind Nudeln aus Buchweizen. Die gibt's in Japan an jeder Ecke. Ein Schnellgericht. Nirgends verzehrt man es aber schneller als hier oben in Morioka. Hier ist die Heimat der Wanko-Soba. Die Nudeln werden gezupft, kurz in Dashi getunkt und dann auf viele kleine Schälchen verteilt. Dieser Buchweizen ist enorm gesund. Er senkt Blutzucker und Blutdruck. Er stärkt und weitet die Gefäße. Das bewirkt das Rutin, das im Buchweizen so reichlich enthalten ist, verrät die Wirtin. Außerdem hat Soba so gut wie keine Kalorien und man kann so viel essen, wie man will. Rutin hin oder her, wer Sorgen mit dem Blutdruck hat, sollte Wanko Soba doch lieber sein lassen. Es ist der pure Essstress. Kaum ist die Schüssel leer gesaugt, wird auch schon nachgefüllt. Einer geht noch. Vielleicht mehr noch als das Essen, lieben Japaner das Messen ihrer Kräfte. Lieben den Wettkampf, die Urkunden. Diese bescheinigt dem freundlichen Mitesser, dass er 61 Schüsseln verputzt hat. Er denkt, er sei der Champion, weil er es auf 73 bringt. Dabei sitzen nebenan zwei etwas derangierte junge Damen, die je 100 Schüsseln geschafft haben. Essen macht Japaner nicht nur satt, sondern offenbar auch glücklich. Das Schöne am japanischen Frühstück ist, dass einen niemand dazu drängt und dass es ebenfalls sehr gesund ist. Reis und Meeresgemüse, Fisch und Eingelegtes und viel Soja. Zum Beispiel Soja so. Es heißt Natto, kommt aus Mito und ist nichts für Süßfrühstücker. Die Entdeckung des Natto liegt schon ein paar Jahrhunderte zurück. Ein Samurai vergaß laut Legende seine Bohnen im Stroh und als er sie wiederfand, da waren die Bohnen gegoren und zogen lange Fäden. Das schmeckte ihm. Und das schmeckt den Japanern auch heute noch. Dazu werden die Bohnen nicht mehr vergessen, sondern gedämpft und mit einem Gärungsbacillus beträufelt, der sie in 3 bis 5 Stunden bei 42 Grad zu einer Art Wundermittel verzaubert. Dass japanische Frauen seltener an Brustkrebs erkranken, dass weniger Japaner Herzinfarkte und Schlaganfälle erleiden, liegt maßgeblich an diesen Bohnen. Und schauen Sie mal, wie viel Spaß Professor Nagayama mit den klebrigen Fäden hat. Der ist zwar noch gar nicht dran, aber er weiß, was wichtig ist. Bei der Gärung entsteht in den Bohnen ein Enzym namens Nattokinase. Das verdünnt das Blut und verhindert, dass sich Gerinnsel bilden. Noch mehr Spaß hat der Professor, als er mich zum Natto-Verzehr nötigt und das Ganze auch noch filmt. Ich heuchle Genuss, doch im Grunde geht's mir wie Frau Kojima.
Wenn ich so ohne deutsches Geschmack in einer Woche, ich möchte unbedingt so deutsches Geschmack essen. Frau Kojima hat's gut. Denn Herr Kojima ist der beste deutsche Metzger der Welt. Zumindest seinen Medaillen, Pokalen und Urkunden nach zu urteilen. Im Saarland hat er 5 Jahre lang Wurstmachen gelernt und die Meisterprüfung mit Bravour bestanden und dann eine Metzgerei eröffnet auf halber Strecke zwischen Mito und Tokio. Meine Metzgerei ist nicht so groß, aber wir kennen eigenen Geschmack von Deutschland für Japaner zeigen. Zum Beispiel Würstchen und Kochschinken, Leberwurst, Schwenkbraten, ja, oder Sauerbraten, Rinderrouladen, ja, das ist Gulasch. So. Gulasch, Rindergulasch, ja. Das mögen Japaner. Ja. Warum? Warum? No. Schmeckt sehr. Der neueste Pokal für Schinkenwurst, gerade erst in Stuttgart gewonnen, erstrahlt über Leberkäse und Saumagen, über Sülze, Bierwurst und Liona. Japans gesunde Traditionsküche ist schwer unter Druck. Besonders die Jugend sucht was Neues, was Exotisches. Japaner essen gerne Currywurst in Deutschland. Aber es ist nicht bekannt in Japan. Aber denke ich, so kommt es sehr bald in Japan. Mit Pommes? Mit Pommes, ja. Bis dahin gibt's noch Kraut- und Wurstsalat mit Stäbchen. Japan hat zwar die gesündeste Küche der Welt, aber auch eine leidenschaftliche Neugierde für alles, was aus dem Ausland kommt. Und sei es auch fett und sei es auch schwer, wenn's nur so lecker ist wie Frau Kojimas Schweinsbraten. Diese Stadt riecht nach Essen, tapeziert sich mit Essen. Von keinem Punkt können es mehr als 20 Schritte sein bis ins nächste Restaurant. Gastronomie ist eine Multimilliardenindustrie, die keine Wünsche offen lässt. Und es gibt immer noch die Nischen. Gemütlich, gesund und traditionell. Um 6 Uhr macht Herr Murayama seinen Laden auf. Als erstes muss die Fahne raus. Drauf steht geschrieben, hier gibt's handgemachte Onigiri. Was für uns das Butterbrot ist, für Japan das Onigiri. Reisbällchen, genauer gesagt Reisdreiecke. Voll mit Kohlehydraten, Mineralstoffen, Vitaminen, dabei fast fettfrei. Reis ist der ideale Sattmacher. Gibt's in Japan zu jeder Mahlzeit. Und auch zu jeder Zwischenmahlzeit. Als Onigiri. Ah,
Früher hat jede Mutter ihren Kindern jeden Tag Onigiri gemacht. Heute kauft man sie bei den Murayamas. Reis ist übrigens nicht gleich Reis. Wir nehmen hier nur die Kurzkornsorte Koshihikari, sagt Herr Murayama. Die ist schön klebrig. Aber dann Auweia. Ein Erdbeben. Bange Sekunden. Naja, war nicht so schlimm. Jedenfalls, dieser Koshihikari ist süßlich und ideal für Onigiri und seine vielen Füllungen. Getrocknete Fischeier, Salz, Pflaumen und Kombu, am liebsten aber Lachs und natürlich Nori, getrockneter Seetang. Und auch Natto mitsamt all der Fäden. Mit 35 Geschmacksrichtungen behaupten sich die Murayamas gegen die Konkurrenz. Onigiri gibt's nämlich auch vom Fließband aus der Fabrik an jeder Ecke im 24-Stunden-Laden. Und erst recht an jedem Bahnhof. Bahnhöfe sind Japans Schlaraffenländer, denn die Bahn führt direkt ins Warenhaus und dort, immer im Untergeschoss, gibt es die Lebensmittel. Billig sind die nicht. Das ist kein Land für Lebensmitteldiscounter. Japaner geben gut und gerne 25% ihres Einkommens fürs Essen aus. Wir knausern herum bei 8%. Japaner lieben Frisches. Ihre Supermärkte kommen fast ganz ohne Gefrierfächer aus. Das japanische Beispiel beweist, das Überleben eines ganzen Volkes ist möglich, ohne Tiefkühlpizza. Jetzt ist endlich Professor Nagayama dran. Der Ernährungswissenschaftler freut sich schon wieder, denn er hat was gekocht. Eine Suppe, drei Beilagen nennt er das. Das ist unser traditionelles Essen, wie es auch heute noch bei den meisten Familien auf den Tisch kommt. Wegen dieses Essens haben die Japanerinnen mit 85 Jahren die höchste Lebenserwartung der Welt. Es gibt Bratfisch, Miso-Suppe aus Sojapaste und Tofu, Zwiebeln und Seegras, Natto und eine Salzpflaume, Reis und das vitaminreiche, gedünstete Gemüse. In Japan wird am liebsten nach der Saison gegessen, erklärt der Professor. Dann sind die Sachen nicht nur lecker, sondern auch gesund. Wer einmal sehen will, wie erwachsene Männer über einer Kiste Rüben aus dem Häuschen geraten, der ist hier richtig. Großmarkt Tsukiji, Tokios Lebensmittelbörse. In einem Land, das allein 15 verschiedene Sorten Lauch unterscheidet, werden Knollen und Kraut, Bohnen, Gurken und Pilze gehandelt, die wir nicht einmal kennen. Nebenan regnet es Thunfische. Aus allen Weltmeeren hierher geschafft. Schön fett müssen sie sein, gutes Omega-3-Fett. Früher hätte Händler Irezawa sich niemals dazu herabgelassen, Zuchtfisch zu verkaufen. Aber heute Morgen bei der Auktion, da war wieder überhaupt nichts dabei, klagt er. Der Thunfisch ist selten geworden.
Manche Arten stehen kurz vor der Ausrottung. Japans Leibspeise ist in Gefahr. Niemand übertrifft die Japaner in ihrem Hunger auf Fisch. Wir bringen es pro Jahr auf nicht mal 15 Kilo pro Nase, die Japaner auf 66. Weil das so ist und damit das auch so bleibt, steht Herr Watanabe jeden Morgen früh auf. Der Sushi-Meister sucht seine Ware persönlich aus. Es gibt doch immer wieder besondere Leckerbissen. So wie die Goldbrasse, knackfrisch. Mittags machen sie das beste Geschäft in der Sushi-Bar im Tokioter Osten. Einer kann fachgerecht den Oktopus von seinen Saugnäpfen trennen. Der andere kennt sich aus mit dem widerspenstigen Seeaal oder mit dem grätigen Makrelenhecht. Das beste Stück aber will Meister Watanabe selbst zuschneiden. Den Maguro, den kostbaren Thunfisch, überlässt er keinem anderen. Natürlich muss ich als Sushi-Koch alles über Fische wissen, aber genauso wichtig ist es, sich mit den Kunden gepflegt zu unterhalten. Japaner wollen nicht nur essen, sie wollen sich dabei wohlfühlen und verstanden werden, auch an einer hektischen Sushi-Theke. Aber auch hier sind schwere Zeiten angebrochen, sagt Herr Watanabe. Die Jugend macht sich nicht mehr so viel aus Fisch und guter Fisch wird immer seltener. Japaner sind erfinderisch. Es gibt schon Sushi nicht mehr mit Fisch, sondern mit teurem, rohem Rindfleisch. Zum Beispiel mit dem aus Matsusaka. Für Rindermeister Herrn Okada habe ich aus Tokio eine Kleinigkeit mitgebracht. Und auch was für die Rinder. Ein Schluck Bier. Nee, sagt der Bauer, kriegen die bei mir nicht, da müssen sie ständig aufs Klo. Unter den Rindviechern dieser Welt sind Matsusaka-Kühe die absolute Elite. Und bei der Ernährung gibt es keine Experimente. Manche bekommen im Sommer manchmal Bier, aber nicht diese hier. Mit Fischmehl oder Fertigfutter würde Herr Okada seine Tiere niemals quälen. Das Futter mixe ich nach eigenem Rezept. Darin sind Weizen, Sojabohnen, Mais und Kleie. Und die Kälber bekommen noch ein bisschen Zuckerrohr dazu. Matsusaka, ein kleines Städtchen mit großem Namen. Bekannt für seinen Tee und für seine Kühe. Mitten in der schönsten Natur, versorgt mit Quellwasser aus den Bergen, der Stall von Herrn Okada mit seinen 104 Kühen. Alle gekauft als Kälber und dann mindestens 6 Jahre angefüttert. Nach dem Essen die Massage gegen Stress. Sie lieben das, sagt Frau Okada. Wenn man lange genug massiert, dann sabbern sie vor Glück. Herr Okada ist nicht so glücklich. Seine Kuh 1000 Schönchen hat eine Delle.
Das gibt Punktabzug bei der Auktion, fürchtet er. Denn Matsusaka-Rinder haben keine Delle zu haben, die müssen perfekt sein. Für keine Kuh der Welt wird ein derartiges Geld bezahlt. Einmal im Jahr auf der großen Auktion. Der Rekord liegt bei 320.000 Euro für eine einzige Kuh. Und die war durchaus nicht aus Gold. Ganz so viel wird heute zwar nicht mehr bezahlt, aber wenn die Kuh was einbringen soll, dann muss sie immer noch den Schönheitswettbewerb gewinnen. Bei der Konkurrenz gibt Bauer Okada seinem 1000 Schönchen keine großen Chancen. Japan sucht die Superkuh. 50 nervöse Tiere und eben solche Besitzer stellen sich den Juroren. Die bewerten Form und Gang, Fell, Haltung und innere Einstellung. 1000 Schönchen und Bauer Okada haben Glück. Es reicht trotz der Delle für einen guten vierten Platz mit feierlichem Kopfschmuck. Bei der Auktion gibt's immerhin 22.000 Euro und dann gibt's auch noch ein Erinnerungsfoto. Weiter kann man es als Kuh in diesem Land kaum bringen. Auf den Schwingen des Ruhms schnurstracks auf die Frischfleischtheke. Matsusaka Beef ist zwar tierisch fettig, aber trotzdem essen Japaner viel weniger tierische Fette als wir. Liegt vielleicht auch daran, dass Matsusaka Beef oder Kobe Beef so tierisch teuer sind. Da zahlt man schon mal 20 Euro für 100 Gramm oder 300 für ein schönes Steak. Da ist niemand versucht, sich an Fleisch zu überfressen. Fleisch ist sowieso ein ziemlich neuer Eintrag auf Japans Speisekarte. Über Jahrhunderte regierte in diesem Land die Sojabohne. Weil der Buddhismus das Töten von Tieren verbietet, bevorzugten unsere Vorfahren die gesunde Sojabohne, erklärt Herr Hirano. Besonders den Tofu, der im 6. Jahrhundert aus China nach Japan kam. Und wie alles, das sie aus dem Ausland leihen, haben Japaner auch den Tofu zu höchster Perfektion entwickelt. Die Bohnen werden ausgekocht, die Milch verdickt sich mit einem Gerinnungsmittel aus Meerwasserextrakt. Andere Zutaten darf es nicht geben. Tofu muss frisch sein, am besten vom selben Tag. Bei uns kennen vor allem die Vegetarier den nahrhaften Sojaquark, in Japan aber gehört er in jede Suppe, jeden Eintopf und mit Sojasauce und Lauch zu jeder ordentlichen Mahlzeit. Und damit ist der Zauber der gesunden Sojabohne noch längst nicht erschöpft. In dieser traditionsreichen Werkstatt werden die Bohnen kalt gepresst und erst dann aufgekocht. So entsteht Yuba, Sojaschmand, der proteinreichste Bissen der Welt. Von Yuba-Meister Asano hätte ich nun gerne gehört, dass pflanzliche Proteine unglaublich gesund sind. Aber Herr Asano sagt was viel Klügeres. Die Leute essen Rindfleisch und Schweinefleisch, das ist doch gar nicht so schlimm. Schlimm ist, dass sie danach einfach da sitzen und nichts tun.
Bewegungsmangel macht die Leute krank und nicht das Essen. So wird der kostbare Yuba gewonnen. Seit 300 Jahren in diesem Betrieb. Japans alte Tradition lebt weiter in Kyoto. Kyotos Küche ist die der Klöster, der Kaiser und der Adeligen. Unendlich fein und raffiniert. Schlicht dabei in ihrer Würde. So wie das Restaurant Mangamero, eröffnet 1722. Hier wird jeden Tag das Hochamt der Kyoto-Küche gefeiert. Ein Menü der essbaren Juwelen, die sich zusammenfügen zu einem kunstvollen Ganzen. Das Motiv ist immer die Jahreszeit, erklärt Meisterkoch Konishi. Es dürfen nur Saisonprodukte benutzt werden und die schön arrangiert. Das Auge ist mit. Alles hat seinen Platz nach Farbe und Form. Es gibt ganze Schulen, die sich nur damit befassen. Mit dem Herbstlaub zur Dekoration, da darf man nicht einfach nur Rotes verwenden, sagt Herr Konishi. Man muss die richtige Mischung finden zwischen Rot, Gelb und Grün. Es gibt hier keine Vor- und Nachspeisen, kein Hauptgericht, keine Beilagen. Es gibt Bissen, Schlückchen, Häppchen. Man isst sich hier nicht satt, man isst sich zufrieden. Herr Konishi ist auch Meister einer anderen, noch viel höheren Kunst. Einer, die in seiner Familie gepflegt wird seit 28 Generationen. Seine Urahnen unterhielten damit die Kaiser. Es ist ein Glücksritual, das Shikibocho. Einen Fisch zerlegen, ohne ihn zu berühren.
Im Ergebnis sehen wir einen zerlegten Fisch. Die Japaner sehen einen heiligen Felsen im Meer vor Ise. Großer Sprung von der Hochküche zur Straßenküche. Und weiter nach Fukuoka. Es ist gleich vier und Frau Hayashi hat schon den Grill angeworfen. Seit 23 Jahren macht sie das jeden Tag außer sonntags und dann räumt sie die Bar ein. Ihr Sohn packt mit an. Imbissbuden sind auch in Japan nichts Ungewöhnliches, auch nicht, dass sie nie allein stehen. Essen auf Rädern. Nach dem Krieg fing das an, als alles kaputt war und der Trübsinn genauso groß wie der Hunger. Heute sind es fast 200 Garköche, die am Flussufer ihre Stände aufbauen und Getränke kaltstellen. Ein Knochenjob mit sehr langen Arbeitszeiten. Wir fangen um 12 Uhr an und kaufen ein, sagt Frau Hayashi, schließen nachts gegen 1 Uhr, müssen dann noch alles wegräumen. Die rote Laterne verspricht Tempura, Frittiertes und Fisch vom Grill, zum Beispiel Seeaal. Feine Küche erwartet hier niemand, aber das Essen ist auch gar nicht das Wichtigste. Die Atmosphäre muss stimmen, meint der Junior. Mit den Gästen reden, Konversation machen, darauf kommt es an. Komisch, das hat Sushi-Meister Watanabe auch schon gesagt. Sogar die Imbissbuden haben also eine Seele in diesem Land der glücklichen Esser. Keiner muss freudlos seine Pommes in sich hineinmampfen. Alle gehören zusammen. Aus Eintöpfen und von Grills wabert der Duft von Heimat durch die Nacht und von Geborgenheit. Man isst sich auch hier nicht satt, man isst sich gesellig. Trauerfahnen für Frau Kamei. Sie starb letzte Woche, noch ziemlich jung. Sie war erst 90. In Japans Tropengarten Okinawa werden die Menschen noch älter als auf den japanischen Hauptinseln. Hier leben statistisch gesehen die weltweit meisten Hundertjährigen. Wegen der guten Luft oder der guten Laune, wegen des gemächlichen Lebens oder aber wegen dieser pickeligen Frucht. Wer regelmäßig Goya isst, weiß die Marktfrau, der wird 120 Jahre alt. Goya, eine vor Vitaminen berstende Kürbisart, kommt hier tatsächlich in fast jedes Gericht. Die drei netten Damen vom alten Club kochen Okinawas Hausmannskost. Da gibt es Bekanntes, zum Beispiel viel Tofu. Und Unbekanntes, das sogenannte Kraut des langen Lebens. Da gibt es vor allem sehr viel Kombu,
Nirgends in Japan ist der Verbrauch an Seetang so hoch wie in Okinawa. Mit Rüben, Schalotten, Schweinefleisch, Möhren und Shiitake-Pilzen wird der Kombu gebraten. Okay. Oishii, gut. Dass die grüne Papaya gesund ist und der Ingwer, das wissen wir. Und die Seetangsuppe sieht ja auch sehr gesund aus. Aber was ist denn mit dem fetten Schweinebauch? Das Fett hilft dem Körper im heißen Sommer, lautet die Erklärung. Da wird man nicht so müde. Und auch die Goya schwimmt im Fett, paniert und frittiert. Oder wird gebraten mit Dosenfleisch und Schweinebauch, Ei und Tofu. Oder wird zum Goya-Saft. Voilà, so schnell und einfach ist sie zubereitet, die gesündeste Küche der Welt. Schmeckt ein bisschen bitter und ein wenig ungewohnt, macht aber viel Spaß. Da wäre ich am Ende einer langen Reise doch fast noch abgeschossen worden. Von einer Gruppe fröhlicher 80-Jähriger. Bei deren Spiel begreife ich eines. Kombu und Tofu, Soja und Goya sind sehr gesund. Aber zum langen Leben gehört noch mehr. Etwas ganz Einfaches, das in keinen Kochtopf passt. Viel Bewegung an der frischen Luft. Lachen mit Freunden. Glück und Zufriedenheit.